In diesem Video zeige ich dir, wie ich eine einfache Blume sticke. Dazu brauche ich einen Stickrahmen, Baumwollstoff, Stickgarn, eine spitze Sticknadel und eine Schere. Die Blumen habe ich mit einem Stift, den man wegbügeln kann, vorgezeichnet. Ich sticke 8-blättrige Blumen, du kannst aber natürlich auch eine andere Anzahl an Blütenblättern sticken. Um mit dem Sticken beginnen zu können, schneide ich eine Armlänge Faden ab. Das Stickgarn ist für die Blumen etwas dick, weshalb ich nur die Hälfte der 6 Fäden benutze. Dazu teile ich das Garn in je 3 Fäden. Nun fädle ich das Stickgarn in die Nadel ein und mache am Fadenende einen Knoten. Jetzt steche ich in der Mitte der Blume von hinten in den Stoff hinein. Da es aber in der Mitte der Blume einen freien Kreis hat, steche ich nicht genau in der Mitte nach oben, sondern etwa 2 mm neben dem Mittelpunkt. Nun steche ich gleich neben der Ausstichstelle nach unten und steche in der gewünschten Stichlänge direkt wieder nach oben. Anschließend lege ich den Faden von links nach rechts über die Nadel und ziehe die Nadel aus dem Stoff. Um das Blütenblatt abzuschließen, steche ich ein wenig außerhalb der Schlinge nach unten. Somit ist das erste Blatt gesichert. Nun stecke ich das zweite Blatt. Ich steche wieder nicht ganz in der Mitte nach oben. Dann steche ich gleich neben der Ausstichstelle wieder nach unten und in der gewünschten Stichlänge direkt wieder nach oben. Dann lege ich den Faden von links nach rechts über die Nadel und ziehe die Nadel aus dem Stoff. Zuletzt sichere ich das Blatt, indem ich gleich außerhalb der Schlinge nach unten steche. So verfahre ich weiter, bis die ganze Blüte fertig ist. Anschließend verknote ich den Faden auf der Rückseite und schneide den überschüssigen Faden ab. Zuletzt kann ich mit einem Bügeleisen die eingezeichneten Striche verschwinden lassen.